Liebe Freunde der großen kleinen Bahn und hoffentlich auch dieses Kanals, wir sind heute beim Teil 4 des Projektes Hirschberg. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir so alles verbrochen haben in der vergangenen Zeit. Und ja, und dann schauen wir mal, was wir heute Schönes machen. Das sind die Flächen, die wir hier das letzte Mal begrast haben. Die sehen jetzt natürlich mit dieser zweiten Schicht etwas abwechslungsreicher aus. Das waren hier die Versuche der Blütenpflanzen. Hier ist noch ein bisschen dünn, da werde ich heute noch ein bisschen nacharbeiten. Ansonsten werden wir hier mal versuchen, dass wir noch ein paar trockene Fasern hier reinbekommen, dass es nicht ganz so leuchtet. Aber das müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Das sieht man dann am Ende des Videos. Nochmal einen Schwenk zurück, dass wir hier das Ganze nochmal in der Länge sehen. Das sind nun die besagten Fasern, zumindest eine Mischung daraus. Also dreimal Woodland Xenix, einmal Heki. Ich hatte mir das damals hier so auf die Flaschen geklebt, um dann die Nummern wieder rauszufinden, allerdings sind die, glaube ich, alle mittlerweile nicht mehr so im Handel. Und mit dem Gemisch aus diesen Fasern werden wir jetzt weiterarbeiten, allerdings sind erstmal wieder die Leimpunkte zu setzen. Also hier wird dann nicht mit dem Pinsel gearbeitet, sondern wie wird das also auch schon bei diesen dunklen Fasern gemacht haben, dass also hier wieder mit der Leimpunktmethode gearbeitet wird. Ich habe also hier wieder meine kleine Leimflasche, also Holzleimflasche. Ich nenne jetzt mal nicht den Hersteller, aber wer das kennt aus dem Baumarkt, der weiß sicher, um was es sich handelt. Und ich denke mal, irgendwann im Laufe des Videos habe ich sicher auch den Namen mal weggenommen, so dass man es sieht. Naja, ich muss mir dann unbedingt mal angewöhnen bei sowas. Es ist ja so, dass also der YouTuber eigentlich in dem Moment, wo Marken genannt werden, dann also den den Spruch Werbung einblenden muss. Na, also das muss ich mir dann irgendwann in Zukunft mal angewöhnen, damit ich da keinen Ärger kriege mit Leuten, die eine aus meiner Art, also aus meiner Meinung nach, merkwürdige Rechtsauffassung haben. Aber zurück zum Begrasen. Also hier wieder, naja, diesen kleinen Behälter drauf auf dem Begraser. Und aber das geht relativ gut. Ich habe dann aber im Verlauf des Begrasens dann irgendwann mal, also das, in dem Teil ging es wunderbar, in dem weiter hinten musste ich dann irgendwie fürchterlich klopfen. Und da habe ich dann entschieden, ich nehme dann doch den mittleren. Und das ging also deutlich besser. Aber der steigt, also der Faserverbrauch, der steigt dann also wirklich extrem. Aber ich gehe eben da zweimal drüber und das hält. Ne? Also das ist schon irre. Ich habe natürlich alles auch wieder mal ein bisschen schneller gedreht, ne, damit das nicht ganz so langatmig wird, diese Arbeiten. Man sieht ja auch so, was passiert, ne? Und spart ein bisschen Zeit. Wir sind heute am zweiten Tag unserer Arbeiten. Ja, hier ist mit dem tollen Pinsel, der jetzt hier im Bild ist, habe ich das alles mal so ein bisschen abgekehrt und dann die überflüssigen Fasern abgesaugt. Jetzt kommen also hier die hellen Punkte, das sind jetzt die etwas trockeneren Fasern, dass es eben alles nicht so frühlingsfrisch aussieht, wie es am Anfang war. So, dann hier noch eine Detailaufnahme des Ganzen. Hier sehe ich allerdings auch noch ein paar Fasern drin. Hier sind auch noch ein paar helle Leimpunkte, also das ist dann noch vom ersten Tag, da hatte ich dann mal ein Stück versucht schon abzusagen, damit man mal sieht, was dabei herauskommt. Und hier dann mal noch ein Bild über die
ganze Länge des Bahnhofs, oder na nicht die ganze, aber des Teils, der jetzt aufgebaut ist. Das ist wieder so ein gestecktes Bild. Da müsst ihr dann mal im Kanal schauen, wie das geht mit so einer extremen Tiefenschärfe. Ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt. Was ich nicht gefilmt habe, das sehen wir hier ganz links außen. Da ist also auch noch Gras dazugekommen. Also erstmal die unterste Schicht. Auch da wissen wir jetzt genau, wie hier auf der rechten Seite das also so nach und nach aufbauen. Das heißt also, da am nächsten Mal sauge ich hier ab, mache dann die dunklen Fasern und zum Schluss dann wieder die trocknen, also die Fasern, die also die trockenen Grashalme darstellen sollen. Ich kam dann erstmal nicht weiter, weshalb ich dann mal hier versucht habe, noch ein paar, naja, ein paar Leimpunkte zu setzen. Hier aber eben nicht für Gras, sondern für ein paar krautige Pflanzen, die ich hier anpflanzen wollte. Man muss ja eben nicht immer nur begrasen, also man kriegt das sowas auch mit dem Begraser hin, sondern man kann da natürlich auch so Fertigmatten verwenden. Das geht übrigens auch beim Gras, das ist natürlich bei so einer großen Fläche dann nicht so ganz preiswert. So, hier dann nochmal ein kleiner Schwenk über den Bereich, wo also diese krautigen Pflanzen stehen mit weißen und gelben Blüten. Das ist also sozusagen der Spätsommer-Aspekt, also rot und eigentlich könnte noch ein bisschen lila hin, aber rot ist da eher selten. So viel erstmal zum Begrasen. Schauen wir mal, was sonst noch so in dem Bahnhof passiert ist. Hier ist dann so ein kleiner Blick in die Zukunft. Hier soll an der Seite eine Straße hin. Da ist also jetzt im 3D-Druck ein Straßenpflaster entstanden, was dann hier hin soll. Auf der N ist auch noch ein Loch, da soll dann eine Pfütze rein. Und hinter der Straße soll zum Bahngelände hin, also dieser Zaun mit so einer, na, mit so einem Mauersockel hin, der also hier im, genauso wie die Straße im 3D-Druck entstanden ist. Ja, und hier sehen wir dann das, was also schon alles entstanden ist, also die einzelnen Mauerteile, die dann dorthin sollen. Ich habe ja auch schon erwähnt, dass also in dem mittleren Teil, da wo jetzt die Fasern stehen, dass wir es dort ein bisschen eilig haben, weil da elektrifiziert werden soll. Da gibt es also auch schon die Masten, auch die im 3D-Druck entstanden. Ja, hier den Fuß der Masten, da ist also hier so schon die Schraube eingelassen, die dann da durchgesteckt werden soll. In Zukunft wird es aber eine andere Lösung geben. Die werden also wahrscheinlich genormt und da gibt es also, die werden als Steckmasten da drauf gebracht. Wie das im Einzelnen aussehen soll, das werden wir sicher noch sehen. Auch bei den Masten wurde schon auf Vorrat gedruckt. Wir sehen also hier einen ganzen Stapel dieser Masten und werden dann mal sehen, wie sie sich bewähren auf dem Bahnhof. Hier zum Vergleich noch ein paar ältere Masten, die also hier noch gelötet wurden. Ich muss dann natürlich noch erwähnen, dass die Masten nach einer alten preußischen Norm gebaut sind. Also sind da das Hirschberg ja quasi in Schlesien spielt. Ja, und wenn wir dann hier in der geheimen Modellbahnwerkstatt mal herumschleichen, haben wir hier auch noch ein paar Ladegüter gefunden. Das zumindest den oberen Teil, der geht dann auf mich zurück. Also da habe ich mal hier versucht, sozusagen im Rahmen meiner Steinbruch-Ladegüter da auch für ihn mal was zu machen, wo ich also für meine Emma dabei war. Ich habe kein extra Video gemacht, weil ich am Ende wirklich nicht wusste, was am Ende rauskommt. Ja, ansonsten gab es noch Arbeiten unter anderem an diesem Signal, was es eine ganze Weile nicht wollte und hier jetzt in Funktion gebracht wird und hier wahlweise HP0 und HP2 anzeigt. Ja, Sockel stimmt noch nicht so ganz, also da muss irgendwann mal noch was geändert werden, aber jetzt muss es erstmal funktionieren. Und da war auch noch was in Sachen Segmentdrehscheibe. Auch da wurde weitergearbeitet. Da ging es vor allem hier um diese Verkleidung ringsherum mit den Mauerplatten, dass wir hier diesen Bahnsteig oder diese, also
Also andererseits ist der Bahnsteig auf dem ersten Bild und hier eben die Verkleidung der Segmentdrehscheibe. Das wird das hier wieder, naja, auf Vordermann bringen. Und bewegen muss sie sich natürlich auch noch. Auch das musste noch installiert und programmiert werden. Ja, und mit diesen Bildern sind wir jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.